merke es ja auch, wenn ich treffe. Da habe ich dieses. Ja, sorry. Ruhen meine Rücken, beziehungsweise machen erst noch, du ziehst noch ein bisschen und ich konter, dass ich auf deine Zeche gucken kann. Ja. Ja. Und dann, nachher machen wir dann die Übung so in 5 Minuten. Ja, ich kann. Ich versuch dran zu denken. Wir drücken ja jetzt erstmal los. Ja. Ne? Wir drücken ein bisschen, gehen so ein bisschen locker drüber. Machen jetzt noch nicht viel mit dem Handgelenk, vielleicht nur minimal. Ja, wird jetzt noch nicht so wirklich nur erstmal so ein bisschen die Bewegung nach vorne. Aber das ist natürlich auch für mich zum Beispiel persönlich auch eine riesen Umstellung. Was er halt auch noch macht, ist, er gibt mit dem Daumen Druck aufs Holz. Ne? Das habe ich jetzt immer mal mit mir gefragt, ob jemand in der Rückhand spielt, ob die hier nochmal so ein. Ah ja, die geben dann mit dem Daumen so ein bisschen Druck drauf. Ja? Und dann gehen die quasi so mit dem Druck aus dem Handgelenk, wenn die den so haben, dann den Druck auf den Daumen dann. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ich muss immer gucken. Ich spiele immer zu die Rückhand immer so. Ja, ich muss halt viel mehr Platz lassen, damit ich hier auch Platz habe zum Arbeiten. Wenn du dann hier nicht spielst, genau, den Schritt machen. Ja. Du kannst das zwar so ein bisschen machen, ja, so ein bisschen. Aber am besten ist wirklich das Gewicht vorne auf den Ball. Ja, auch wenn ich jetzt auch anfange daran zu arbeiten, aber prinzipiell. Gewicht vorne drauf und dann. Ja, nach rechts. Genau. Ja. Genau. Ein bisschen drüber zu gehen. Der ganze Rest. Ja, der kommt dann irgendwann von allein. Ja, dass du den Körper mitnimmst, weiter unten stehst, die Beine gut bewegst. Ja. Ja, dass du erstmal auch weißt, wie du überhaupt die Beine. Ich habe den jetzt nur getroffen, weil ich mit dem Daumen Druck aufs Holz gegeben habe. Damit er mehr Spannung drauf ist. Ja, so ein bisschen breitbeiniger, so ein bisschen mehr nach vorne. Den Arm am besten mitnehmen und das Handgelenk wirklich schon so im Anschlag. Ja, und ist das vielleicht von Anfang an so angewöhnt. Dann ist es natürlich auch einfacher mit dem Konter. Aber was man halt merkt, ist hier. Weil du merkst irgendwann, boah. Ja, schon anders, ne? Ja. Ja, weil du schon anspielst, aber wenn du es hier immer wieder hältst. Weil du nicht so spielst, ja. Ne? Den Arm unten hast, sondern du hast dann wirklich die ganze Zeit Spannung, ja, Spannung auf dem Körper. Ne? Das ist für mich halt auch, gerade für die Rückhand, das jetzt nochmal neu zu lernen. Und sich damit zu entwickeln. Du hast auf jeden Fall immer einen Handdruck, du erinnerst mich immer an den Franziska. Ja. Der Franziska ist auch immer. Immer durch. Wenn ich so einen Aufschlag mache. Ja, ja. War das Ziel? Ja, war auch. Wie gesagt, so von vorm Körper und nach vorne. Ja. Ja. Ja, okay. Das wird wahrscheinlich auch besser sehen. Ja. Das ist zu. Ja. Noch mehr zu. Machst du nicht zu? Gar nicht zu. Der ist so. Siehst du?
Siehst du, ich denke, ich mache den zu. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich ins Netz haue immer runter. Der ist vielleicht so. So ist der. Aber wenn du jetzt mal einen Konterball machst, ja, Konterball. So, und das war jetzt auch noch nicht richtig zu. Aber, guck, ich denke, ich schaue die runter. Du musst dem, halt Kurve machen. Ja. Du musst dem Kurve, so ein bisschen Kurve nach oben geben. Hast du in die Rückhand? Wir nähern uns zur Rückhand, ja. Machst du nämlich jetzt viel aus dem Handgelenk? Ich mache viel aus dem Handgelenk. Viel aus dem Handgelenk, aber wenig aus dem Unterarm. Ja, darum klappst du auch mehr so ab, weil du die Bewegung, weil du mehr so machst, mehr so nach vorne, als dann wirklich so den nach vorne zu spielen. Ja, so über den Ball zu gehen, ja, so über den Ball. Ja, im Moment machst du so. Ja, genau. Ich mache immer, weißt du, wer das immer kommt, immer dieses Bananen. Das war, weil du weißt immer diese kugelige Handgelenkbewegung. Dass ich die auch hier ziehen die ganze Zeit und mache, aber nicht dieses, keine Ahnung. Über den, jetzt würdest du eine Frisbee werfen. Ja. So, den Arm noch davor. Zack. Genau. Sieht schon besser aus. Oh, okay. Passt. Nach oben. Diese Druckbewegung zu geben. Ja, ich habe das Gefühl, ich will gar keine Kurve da rein. Komm ich schon wie so in diesen Ball? Ja, muss man den Körper ein bisschen mehr nach vorne, damit du dem, weil im Moment bist du so ein bisschen parallel, du musst ihm so ein bisschen mehr nach vorne gehen, damit du hier Platz hast, um zu arbeiten. Und wenn der Ball dann kommt, ja, so den Arm ein bisschen mehr nach vorne und dann aus dem Unterarm so ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr aus dem Unterarm. Mach im Moment viel aus dieser Bewegung, ja. Ein bisschen mehr Platz geben dem Ganzen. Wenn du dem zwischendurch Platz gibst und du spielst hier an, sieht man direkt, ist direkt ein anderer Ball. Und er hat dann vertraut auf den Belag, auch wenn der jetzt zwischendurch dann mal an den scheiß Stellen runterrutscht. Scheiße. Oh Mann, ey, das. Aber dieser Schlag ist essentiell, ja? Dieser Schlag, der da die Angst rauszukriegen. Der wird gerade so ein bisschen. Ja, und dann halt auch vorne treffen. So. Zumachen. Ja. Zumachen. Ja. Zumachen. Zack. Ja, in der Theorie weiß ich, wie es geht, aber im Spiel. Ohne Scheiß. Mach's doch einfach im Spiel so. Mach's doch einfach genau so im Spiel. Den nimmt doch da keiner so. Also, es ist doch zu kurz. Ja, so ein bisschen Platz lassen mit dem Ellenbogen. Wenn ich das ein bisschen anfette, hätte, ja. Würde ich das so ohne. Von der Welle sind ja genau. Und jetzt war es ja. Ja, genau. Aber du gibst ihm dann hier ein bisschen Druck mit dem Daumen und du machst halt nicht dieses Überdrehen, sondern dieses Zack. Schluss. Schluss. Also hier. Schluss. Also die Rotation direkt da drin. Ich krieg die ganz schön rein. Ja, das ist, weil das ein Zusammenhang. Weil das ein Zusammenspiel aus dem Unterarm ist, ja. Und dem Handgelenk, ja. Und dem Druck, den ich aufs Holz gebe. Ja, ich kann jetzt auch, wenn du jetzt mal konterst, kann ich auch. Ja. Ja, aber guck mal, nicht mal das kriege ich ja hin. Also nicht mal dieses Flocken da, das. Das hat natürlich auch viel damit zu tun. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass du ein Gefühl dafür hast, in den Ball drin herum. Darum, wenn du jetzt 3 Wochen lang rumklickerst und wir haben keine Einheit zwischendurch, dann hast du wieder
Dann hast du wieder gespielt, dann hast du wieder Murks gemacht und dir wieder was anderes angeeignet. Ne? Ist jetzt nicht böse gemeint. Schwerer, ich habe schon 15 Jahre mehr Erfahrung. Ja.